Hallo liebe Campingbegeisterten Zuschauer und auch alle anderen Zuschauer. Ja, Camper, die diese Spritzen, die es in den letzten 3 Jahren gab, bekommen haben, 1, 2, 3 Booster, was auch immer, die haben mich angeschrieben und sind regelrecht verzweifelt und haben einen riesigen Hilfeschrei ausgelöst, auch bei mir, weil viele wussten, dass ich von Anfang an da nicht so mitgemacht habe. Ja, und um das Ganze aufzuarbeiten, habe ich mich entschlossen, ein Video zu drehen darüber, wo wirklich jetzt die große Aufarbeitung stattfindet von den Dingen, die in den letzten 3 Jahren passiert sind. Und das Video habe ich schon extra auf einer anderen Videoplattform. Bitte klickt unter diesem Video, da seht ihr dieses Video. Klickt da bitte drauf, das geht 45 Minuten, da geht es richtig zur Sache. Die komplette Aufarbeitung, ohne dass jemand verurteilt wird von den Leuten, die mitgemacht haben. Denn viele haben auch aus Unwissenheit mitgemacht. Viele sind nun mal sehr schwer krank geworden, viele sind auch gestorben. Und unter diesem Video ist der Videolink, klickt bitte drauf. Ja, ich habe nur eine kleine Videoankündigung dafür gemacht, hier auf meinem Kanal, so wie jetzt gerade auch. Diese Videoankündigung ging 10 Minuten lang. Die ist auch unter diesem Video verlinkt. Und die hat ausgelöst, dass mein YouTube-Kanal gesperrt worden ist. Ja, ich bin gesperrt und kann keine weiteren Videos mehr hochladen, weil die WHO YouTube immer noch im Griff hat und die Zensur heute, 3 Jahre später, immer noch da ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da warte ich alles andere als böse Absichten. Ja, dieses Video habe ich vorsorglich vorher schon mal hochgeladen und muss deswegen jetzt darauf zurückgreifen. Ein bereits hochgeladenes Video kann ich im Nachhinein veröffentlichen, obwohl mein Kanal gesperrt ist. Ja, bitte, liebe Zuschauer, informiert euch, macht euch schlau. Es geht wirklich nicht darum, dass hier irgendeiner angegriffen werden soll, verletzt werden soll oder verurteilt werden soll. Es geht einfach nur darum, das sind auch meine Beweggründe, dass mich, wie gesagt, Leute, die diese Injektionen bekommen hatten, angeschrieben haben. Und diese Aufarbeitung findet deswegen halt statt, überall, weltweit, auch auf YouTube, auf zahlreichen anderen Kanälen, die nicht gesperrt werden. In diesem Video habe ich bewusst keine einzigen Wörter verwendet, die das Video wieder zensieren lassen werden könnten oder sperren lassen könnten. Ich verweise also noch ein letztes Mal darauf, bitte klickt unter diesem Video unbedingt auf diesen Videolink. Da geht es um die Aufarbeitung von den Menschen, die betrogen worden sind, die krank geworden sind, die sich fragen, was war denn das jetzt in den letzten 3 Jahren, was lief denn hier überhaupt? Und jeder weiß, worum es geht, um welches Thema. Und das wird alles komplett beleuchtet und die Wahrheit kommt da komplett heraus und ich erkläre nochmal alle Einzelheiten. Und das ist wirklich ein hochspannendes Video. Und ja, wenn ich hier wieder freigeschaltet bin, in rund 2 Wochen geht es hier auch wieder ganz normal mit Camper-Sachen weiter. Ich bin ja ein Camper-Kanal, aber das ist so wichtig, weil es betrifft uns alle und es betrifft, wie gesagt, auch campingbegeisterte Zuschauer, die mich gucken. Es betrifft Adriana, es betrifft meine Arbeitskollegen, die mich auch angeschrieben haben. Und ich danke euch allen sehr und verweise ein letztes und drittes Mal. Klickt unter diesem Video bitte jetzt auf dieses Hauptvideo. Ultra spannend, ihr werdet es nicht bereuen, dann werdet ihr so viel verstehen. Vielen Dank, viele Grüße an alle. Wir sind und bleiben bestens verbunden. Euer Mirko von YouTube Wohnben.